Wir gehen alle in die Stadt und gucken uns ein bisschen Ruhe an, um ein bisschen den Kopf frei zu kriegen, ein bisschen Abstand gewinnen zu können, insofern das hier möglich ist. Wir können auch mal rausgehen, wenn es nicht gerade regnet hier. Dartscheibe ist dabei, sonst ja, kann man hier auch mal mit den ein oder anderen mal ein Kartenspiel spielen oder dieses oder jenes machen. Also wir sind da schon erfinderisch. Momentan ist es so, dass Silvio Heinevetter dann doch noch vor mir liegt. Er ist auch immer gelernter Dartspieler, aber trotzdem, wir haben schon die ein oder andere Minute am Dartboard verbracht. Ja, wir sind ja relativ treu, also es hat sich nicht so viel verändert. Dschungelcamp läuft aktuell wieder. Schöne Grüße an Ike Hessler, die Jungs sind ein großer Fan von ihm und ansonsten Dart, logisch, Dartscheibe hängt da und Skat wird gespielt, also die üblichen Sachen, wir haben da nichts Neues erfunden. Ja, als Sportler muss man natürlich zu Ike stehen. Jetzt aktuell war gerade am Wochenende, haben uns auch viel die Playoffs in der NFL, im American Football beschäftigt, aber sonst jetzt auch heute zum Beispiel tut es mal ganz gut. Ich glaube, dass wir mit der gesamten Mannschaft mal in die Innenstadt von Rouen fahren werden, mal ein bisschen hier rauskommen, mal was anderes sehen, ein bisschen frische Luft schnappen. Sich unterhalten, ein bisschen einfach die Gedanken schweifen lassen, auf die Spiele vorbereiten, spazieren gehen. Alles, was man hier halt mitten in der Wildnis machen kann, ne?